Moin Moin, heute haben wir einen Haufen Insights. Einmal haben wir eine Luftstandheizung beim T61, wir haben eine Luftstandheizung beim Vito, die wir nachrüsten. Wir haben ein Fahrzeug, da gibt es eine neue Verkabelung im Innenraum. Die Kunden haben schon eine Zusatzbatterie, aber noch keinen Ladebooster. Den bauen wir noch ein, verkabeln etwas neu. Da zeige ich euch, wie das bis jetzt verkabelt ist. Dann gibt es eine Neuigkeit zu der Wohnkabine für den Doppelkabiner. Da haben wir jetzt die Kabine lackiert, die holen wir nachher ab. Dann zeige ich euch, wie weit der Anhänger ist, der Offroad-Camping-Anhänger. Also nur kurze Einblicke und zwei laufende Projekte. Ein Land Rover, den Zwischenrahmen, den wir gerade bauen und vom Doppelkabiner den Zwischenrahmen, den wir auch schon ein bisschen weiter haben. Ja, bleibt dran und bis gleich. Jo, das ist Olaf. Der baut hier gerade die Luftstandheizung ein bei dem VW-Bus. Da haben wir schon mal zwei Löcher, die gebohrt sind und versiegelt. Da ist ein Loch, da geht die Luft in die Standheizung rein, also die Luftansaugung aus dem Innenraum. Und hier ist das andere Loch da oben. Und das ist dafür da, wo dann die erwärmte Luft wieder in den Innenraum reingeht zurück. Und unterm Sitz kommt die raus und verteilt sich dann in den Innenraum. Ja, hier haben wir ein schönes Blech von Tiger Expert. Das wird für einen T6 und T5 passt das. Hier werden Einzugsnuttern eingenietet, auf der Seite auch. Und hier kommt nachher die Luftheizung rein, wird hier verschraubt. Und hier kommen auch die Abgase und die Zuluft für die Verbrennung rein. Und dann läuft der Schlauch eben schön mit kurzen Wegen in den Innenraum. Okay, und dann gehen wir mal zu dem anderen, gucken mal, wo die da eingebaut wird. Während wir hier eine Unterflurmontage haben, haben wir bei dem Auto, Sven kann ich immer runterlassen, übrigens das ist Sven, habt ihr auch schon mal gesehen irgendwo im Video. Während wir beim VW-Bus die Unterflurmontage haben, wo wir die Heizung von unten und das Auto bauen, bauen wir sie hier von innen ein. Der Vorteil ist, bei einer innen eingebauten Standheizung kommt halt kein Wasser ran oder so. Beim VW-Bus ist das super gut möglich, die Unterflur zu montieren, weil die sehr gut gekapselt ist. Die hat die Kunststoffbleche darunter nachher oder Kunststoffpappen darunter nachher. Hier bei dem Vito haben wir die Seitenverkleidung rausgenommen, damit wir die Heizung hinter die Verkleidung bauen können. Die sitzt nachher hier drin. Die Luft wird angesaugt aus dem Innenraum. Das machen wir immer so, damit die Luft eben nicht zu kalt ist, die angesaugt wird und die Heizung nicht so viel arbeiten muss. Dann kommt die Luftverteilung hinter der Verkleidung lang und tritt ziemlich weit vorne aus. Und die Kunden möchten sich damit auch ihr Dachzelt beheizen. Das ist eine coole Nummer. Dann gehen wir mal weiter nach draußen. Da haben wir gerade noch den Land Rover stehen. Und da zeige ich euch mal, was wir mit dem Zwischenraum gebaut haben. Auf dem Weg zum Land Rover sind wir hier gerade über den Ranger gestolpert. Einmal ganz kurz den Zwischenbericht für die Doppelkabine, Wohnkabine. Haben wir jetzt den Rahmen soweit fertig, da kommen noch ein paar Sachen rangebaut. Wir haben noch eine neue Idee für die Leiter, das wird ziemlich cool. Da werde ich heute nochmal mit dem Schlosser sprechen, wie wir das umsetzen können. Wir haben jetzt den Zwischenrahmen, das ist ein Vierkantrohrrahmen aus 80 x 30 mm. Dann haben wir hier die U-Profile rangeschweißt schon. Haben die Gummiblöcke unter, das ist erstmal nur zum Ranhalten, aber wir haben jetzt schon die Höhe hier. So ist nachher der Abstand vom Rad zur Wohnkabine bzw. zum Zwischenrahmen. Die Kabine kommt ja hier noch drauf. Da wird noch eine Gummiunterlage zwischengelegt. Vorher wird natürlich der Rahmen noch verzinkt und gepulvert. Aber jetzt ist der eben schon mal so weit fertig, dass man schon mal sehen kann, wie das aussieht. Heute werden wir ja noch die Kabine abholen vom Lackierer, dann werden wir die hier nochmal raufstellen. Das machen wir heute auch, dann können wir schon mal sehen, wie das aussieht. Die Kabine ist exakt in der gleichen Wagenfarbe lackiert. Das finde ich ziemlich cool. Der Anhänger, den zeige ich euch gleich auch nochmal, der kommt genau in der Wagenfarbe. Das heißt, wenn das nachher als Gespann unterwegs ist, habe ich alles in einer Farbe. Das sieht bestimmt ziemlich fett aus. Jetzt gehen wir einmal zum Land Rover. Und Philipp, du kannst ja nochmal zeigen, aber das kennt ihr schon, die beiden Kabinen, die da stehen. Das ist eine Wohnkabine, die genauso groß ist wie unsere Bertrails AR. Das heißt, die ist auch 3 Meter lang. Die daneben ist ja die Doppelkabine-Wohnkabine. Und die ist ein bisschen höher als die, das kann man auch gut sehen. So Philipp, warte mal, ich mach dir mal, mach dir mal Platz. Ach nee, doch nicht, da ist ein Brett unter. Nee, da musst du doch rumgehen. Funktioniert das nicht. Und hier haben wir einen Land Rover. Und dieser Land Rover hatte schon mal eine Wohnkabine mit Durchgang. Und deswegen hat der hier nur eine Platte gegengeschraubt. Diese Kabine, die hier raufkommt, kriegt nachher auch einen Durchgang. Das macht der Kunde sich selber.
Der kriegt von uns nur die Leerkabine, ohne irgendwelche Einbauten oder Ausbauten, und baut sich nachher die Kabine nochmal ab, wenn das fertig ist, also wenn das draufgebaut ist, um sich dann nochmal einen Durchgang zu bauen. Wir haben hier schon den Zwischenrahmen angefangen zu bauen, das ist jetzt gerade ziemlich aktuell. Wir haben also hier den Rahmen ohne irgendwelche Auflagen, haben hier zwei Quertraversen drin. Bei dem Ranger hatten wir nur eine Quertraverse drin. Hier haben wir zwei, weil es auch länger ist. Und da der schon mal eine Kabine hatte, haben wir ein paar Aufnahmepunkte schon. Das ist ganz cool. Ja, und den Abstand, den wir hier haben zwischen der Achse und dem Gummianschlag der Achse, den müssen wir auch hier haben, damit, wenn die Achse voll eingefedert ist, eben das Rad nicht gegen die Kabine schlagen kann. Und wir haben dann immer noch 3 cm mehr Luft, die wir uns dann nehmen, damit, wenn das mal eingefedert ist und hier noch Dreck oder Steine drin hängen, dass sie nicht gleich die Kabine oder den Rahmen beschädigen. Hier ist es ganz schön, der Rahmen geht über die Räder rüber. Das heißt, wenn das Rad eingefedert ist, dann haben wir die 3 cm alleine schon durch den Rahmen und kommen dadurch wieder ein bisschen tiefer. Habe ich das verständlich erklärt? Ja. Okay. Und jetzt zeige ich auch nochmal den aktuellen Stand von dem Offroad-Camping-Anhänger, den wir bauen. Da haben wir gestern das Vierkantrohrgestell weitergebaut, was ja quasi das Hardtop wird und somit auch die Aufnahme nachher ist von dem Dachzelt. Hier kommen jetzt Alubeplankungen rauf. Die Seitenwände werden nicht zum Öffnen sein, deswegen haben wir da die Verstärkung auch drin, weil wir hier nachher ein Vollauszugssystem drin haben werden, wo die Küche drin ist, wo die Klamotten drin sind, wo die Kühlbox draufsteht. Und das sind dann zwei nebeneinander liegende Schubladen, die wir da drin haben. Und obendrauf, das Top kann man auch noch ausziehen. Das heißt, wir müssen also an die Seiten gar nicht ran. An die Seite kommt eine Solarplatte ran, die man eben ausklappen kann und zur Sonne ausrichten kann. Hier oben das 1,65er Desert One, habe ich, glaube ich, schon erzählt. An die andere Seite kommt ein bisschen Bergematerial. Hier vorne haben wir die Stahlplatte rangebracht, die ein bisschen mehr Gewicht auf die Deichsel bringt. Die Deichsel ist jetzt gerade nicht dran. Das liegt daran, dass die Achse da vorne steht. Und der Zwischenrahmen von Anhänger zur Deichsel oder zur Achse ist halt gerade beim Verzinken. Diese Stahlplatte ist eine Stahlplatte. An die Stahlplatte haben wir jetzt schon die Lampen rangebaut. Wir haben hinten schon die Rückstrahler dran, die dreieckigen, die ein Anhänger ja haben muss. So, und zur Abenteuer-Allrad muss der auf jeden Fall fertig sein. Das heißt, es muss noch lackiert werden. Die Verkleidung für das Hardtop müssen noch ran, die Verkabelung muss noch gemacht werden. Also ein bisschen haben wir noch zu tun. Aber da das alles schon mal zusammengebaut war, geht das nachher relativ schnell, denke ich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne mal vorbei. Irgendwo auf der Camp Area sind wir. Die beiden Fahrzeuge mit den Wohnkabinen bleiben oben auf dem Messegelände stehen und wir werden also unten mit dem Anhänger sein. Genau, dann gucken wir mal, was die Busse mit den Luftheizungen machen. Olaf ist zur Pause, dann nutzen wir einmal kurz den Moment. Und können hier einmal sehen, hier sitzt jetzt also schon die Heizung hinter. Die ist hier mit 4 Schrauben verschraubt. Hier kommt noch der Kraftstoffanschluss drauf. Und hier ist eben Verbrennung Eingang, Verbrennung Ausgang, beziehungsweise Ansaugluft und Abgas. Und hier geht die Luft. Das Rohr habe ich gerade hier einfach mal rangemacht, kommt gleich nochmal ab, wird nochmal anders abgedichtet da oben. Aber hier ist halt das Rohr, was die Luft ansaugt, beziehungsweise wo die Luft aus dem Innenraum in die Heizung geht. Und hier auf der anderen Seite geht sie, wie gesagt, eben raus und die erwärmte Luft geht dann hier durch dieses Loch, was wir vorhin schon gezeigt haben, wieder rein. Hier können wir einmal in die Heizung gucken, das ist vielleicht ganz interessant. Hier ist die Brennkammer und außenrum ist das Luftgehäuse, das heißt also, die warme Luft geht hier außen an der Brennkammer vorbei. Die Brennkammer innen drin ist separat abgedichtet, wird super heiß, die Luft erwärmt sich an den Lamellen, wenn sie da vorbeizieht, und wird dadurch eben warm in den Innenraum gepustet. Ein Gebläse sitzt auf der anderen Seite, der das eben durchpustet. Jetzt kann man natürlich sagen, diese Autotherm oder auch Vivasto Ebersberg-Heizungen sind relativ teuer im Verhältnis zu den China-Standheizungen. Es gibt ja aus China viele Modelle, die kriegt man schon für 100 oder 200 Euro im Internet. Das Problem ist halt, dass die Brennkammer abgedichtet sein muss zu der Luftkammer. Das ist natürlich bei jeder Heizung so, bei jeder Luftheizung. Natürlich auch bei den China-Heizungen. Das Dumme ist, dass die China-Heizungen keine CE-Zeichen haben oder ganz selten CE-Zeichen. Manchmal heißt das sogar China Export, nennen die das ja jetzt. Ich weiß nicht, habt ihr das mal geguckt? Das CE steht aber nicht für China Export normalerweise. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn die Abdichtung von der Brennkammer, also da, wo die Luft verbrannt wird und somit eben auch Gase erzeugt werden, wenn die undicht wird, die Dichtung, dann geht es halt in diese Luftkammer. Und wenn das in diese Luftkammer geht, wird halt die Luft, die in den Innenraum geht, quasi mit den Schadstoffen versetzt und man kann da drin ersticken tatsächlich. Und darin besteht halt die Gefahr, dass eben die Brennkammer, wenn die nicht geprüft sind, habe ich immer ein bisschen Sorge, so Billigteile einzubauen. Deswegen verbauen wir grundsätzlich keine China-Heizung oder insgesamt Heizung ohne CE-Kennung. Wir gucken mal bei dem Vito, was da passiert ist, ob da was passiert ist. Ah, okay, man kann auf jeden Fall schon mal sehen, dass die Lampe ausgegangen ist. Hier können wir halt sehen, wo die Heizung eingebaut ist von unten. Ich kriege einen Föhn hier, die Lampe. Nochmal.
Hier können wir sehen, wie hier bei dem Vito die Heizung verbaut. Das ist ja hinten rechts im Eck. Wir haben hier den Einbaurahmen mit der Adaptierung für die Heizung, haben hier die Kabeldurchführung, haben das jetzt versiegelt. Sieht ein bisschen matschig aus, ist aber eben wichtig, dass das gut versiegelt ist. Wir haben hier schon ein Kabel liegen, das geht aber gleich noch weiter. Da bauen wir die Heizung ein und da können wir mal bei zugucken. Heute ist ein richtig cooler Tag. Wir haben so viele verschiedene Projekte hier. Wir bauen die Kabinen, die Rahmen, wir bauen Standheizung ein. Und hier baut Serdar. Moin. Gerade überprüft hier gerade die Verkabelung bzw. erneuert die Verkabelung. Das ist ein schönes Extrembeispiel dafür, was man alles nicht machen sollte im Auto. Es ist alles nicht dramatisch, aber es sind so Sachen, die man beim Camperausbau eigentlich nicht tut. Zum Beispiel haben wir hier einmal ein Haushaltskabel. Das ist dramatisch, weil diese Kabellage bricht halt auf Dauer, weil das ist ein normales, übliches Kabel, was man halt an den Steckdosen anschließt und so weiter. Und das darf man halt in so einem Auto nicht verbauen, da baut man halt Litzen ein. Also der Unterschied ist halt, eine Litze besteht aus ganz, ganz vielen kleinen Äderchen und hier haben wir halt nur einen Draht. Und wenn der viel hin und her gebogen wird, beziehungsweise im Auto Vibrationen sind, dann fängt das irgendwann an, porös zu werden und zu brechen. Also es dauert schon einen Moment, aber jetzt ist halt abgebrochen. Also ein Auto vibriert, Kabel dürfen da nicht rein verbaut werden, sondern nur Litzen. Hier haben wir ein Kabel, das kommt von der Solarplatte und geht an den Solarregler, beziehungsweise andersrum, das kommt vom Solarregler und geht jetzt an die Batterie. Das Schöne ist, hier haben wir schon mal ein Kabel, was richtig ist. Wir haben hier eine Verbindung, die ist mit Schrumpfschlauch versehen, das ist okay. So wie ich das sehe, entweder ist das nur ein Verbinder, der gequetscht ist oder auch gelötet. Ja, ich glaube, es ist nicht gelötet, es ist gequetscht, kann man hier schlecht erkennen. Es gibt halt diese Verbinder in verschiedenen Arten. Das hier ist einer, der wahrscheinlich eigentlich so warm gemacht wird, dass hier vorne das Lot verschmilzt und dann eben das verlötet. Das hat hier nicht geklappt, weil das wird kein Quetschverbinder sein. Macht nichts, das ist für mich okay, grenzwertig aber okay. Das Problem ist halt, wir haben hier 1,5 Quadratkabel. Das Kabel ist ungefähr 5 Meter lang, bis es zur Batterie kommt. Und dann haben wir ein Problem, weil der Querschnitt zu gering ist. Wir haben hier 130 oder 150 Watt. Da werden um und bei 7, 8 Ampere fließen, 130 durch 12, 10 Ampere sogar. Nee, warte mal, durch 12, ja genau, es kommt ungefähr hin. Also 10 Ampere fließen hier lang. Das ist bei der Länge und so weiter wirklich grenzwertig. Hier würde ich auf jeden Fall ein 4-Quadrat-Kabel verlegen und das werden wir auch tun. Und dann haben wir hier unten auch eine interessante Verkabelung. Also die Kunden, die das Fahrzeug besitzen, haben das nicht gemacht, die haben das also so gekauft. Lüsterklemmen gehören nicht ins Auto, das gleiche Problem, die werden durch Vibration, wird sich da, wo die geklemmt ist, lösen irgendwann. Dann haben wir hier noch gute verarbeitete Batterieklemmen, das finde ich sieht sehr gut aus. Ich weiß zwar nicht, wie es hier unten aussieht, aber das macht erstmal einen guten Eindruck. Bei der Konstellation, wir schmeißen es jetzt eh raus, aber bei der Konstellation würde ich mir das trotzdem nochmal angucken, weil ja hier im Auto einige Sachen sind, die nicht so ganz geil sind. Zum Beispiel das hier, das finde ich, ist mein Lieblingsding. Ich meine, immerhin ist hier eine Sicherung drin. Allerdings sieht das aus wie eine Haushaltssicherung und nicht wie eine 12-Volt-Sicherung. Wobei hier nie 230 Volt dran war. Dann sieht man hier die Verkabelung. Wie gesagt, es geht ja. Ich will auch nicht alles schlecht machen. Und ich finde es gut, wenn die Leute überhaupt was machen. Nur fehlt mir hier natürlich auch irgendwie eine Sicherung. Das heißt, das war überhaupt nicht abgesichert, außer diese Sicherung, die ich meine, wahrscheinlich nicht funktioniert. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr sagt, doch, na klar, Frank, das funktioniert auch bei 12 Volt. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, habe ich auch noch nie verbaut bei 12 Volt. Dann ist hier drin alles verlötet, genau, ich sage mal nicht zu. Und dann haben wir hier hinter die Batterie, die ist lose. Die befestigen wir nachher noch, deswegen sind die hier. Das heißt, hier in das Fahrzeug kommt, ich gucke jetzt gerade mal auf den Auftrag, ein Ladebooster, den wir nachrüsten, damit die Batterie vernünftig geladen wird. Das Solarkabel, die anderen Verkabel verlegen wir neu. Wir machen nochmal einen vernünftigen Sicherungskasten hier rein, dass die Kunden eben dann die 12-Volt-Verbraucher auch über Steckdosen benutzen können und dann aber vernünftig abgesichert sind. Wir bauen hier außerdem noch ein Wir bauen hier noch einen Versicherungsverkäufer ein. Also wir bauen hier noch einen Vierfach-Sicherungskasten ein für 12 Volt, damit die Kunden hier ihre Geräte betreiben können. Machen da Steckdosen ran, USB-Steckdosen. Und dann haben wir hier ein sauberes elektrisches System verbaut.
Und weil das Auto haben die sich nett ausgebaut, finde ich. Und dann sollte auch die Elektrik vernünftig sein. Wir springen heute noch ein paar Mal hin und her. Wie gesagt, wir holen gleich noch die Kabine ab. Wir gehen noch mal zu den Luftheizungen und verfolgen das hier auch weiter, was Serda hier macht. Und dann sehen wir uns gleich weiter. So, einige Zeit ist vergangen. Ich habe hier die Kraftstoffleitung in der Hand, die Olaf gleich noch zum Tank verlegt. Wir haben hier schon einiges jetzt angebaut. Olaf hat hier schon einiges angebaut. Wir haben die Kraftstoffpumpe. Die Verkabelung ist noch nicht da, aber angeschlossen ist sie schon. Wir haben hier die Luftansaugung für die Verbrennungsluft. Wir haben hier die Abgasseite. Da sieht man schön den Hitzeschutzschlauch drüber. Hier ist der Schalldämpfer. Der ist übrigens schön fest. Wenn ihr das bei einer Billigheizung macht, bei einer Schienenheizung oder so, dann ist das echt so ein Cola-Dosenblech. Deswegen stehen hier auch öfter mal Leute auf der Matte und sagen, die hätten gerne einen Schalldämpfer für eine Standheizung. Und dann weiß ich immer schon, wo sie den Originalschalldämpfer damals gekauft haben. Hier haben wir den Auspuffauslass, genau. Und hier sieht man ein bisschen Verkabelung, Luftansaugung. Dieses Fahrzeug hat also einen Zuheizer und deswegen können wir etwas leichter an die Kraftstoffversorgung gehen. Da nehmen wir ein T-Stück. Sieht man hier auch, hier ist der Zuheizer. Übrigens mal schön zu sehen, dass der Zuheizer ist ja dafür da, den Motor vorzuwärmen oder mitzuwärmen, weil die TDIs so einen hohen Wirkungsgrad haben, dass sie gar nicht richtig warm werden. Und deswegen muss das Kühlwasser zusätzlich erwärmt werden. Und das macht hier der Webasto Zuheizer, der original vom Werk verbaut ist. Den kann man auch aufrüsten zur Standheizung. Allerdings kann man den zwar zur Standheizung aufrüsten, das ist auch gut, um mal eine halbe Stunde morgens vorzuwärmen oder so. Aber das Problem ist, dass der nicht dauerhaft laufen darf oder kann. Doch, kann er schon, darf er auch. Nur die Batterie ist dann hinterher leer. Deswegen haben wir hier die Luftstandheizung. Was haben wir hier noch? Nichts. Dann gehen wir gleich weiter. Von hier oben sieht es dann so aus, dass wir hier den Lufteinlass haben. Das ist die Luftansaugklappe bzw. Luftdüse, wo die Luft, die erwärmt wird, angesaugt wird, geht in die Heizung, kommt aus der Heizung hier wieder raus, also beziehungsweise unten wieder raus. Der Schlauch, der durch den Unterboden geht, geht hier rein unterm Sitz und kommt dann hier aus der Luftauslassdüse raus. Dann haben wir unter dem Fahrersitz die Zusatzbatterie, die haben wir letztes Mal schon mal eingebaut, die haben wir jetzt nochmal rausgenommen. Wir müssen nochmal einmal ein Kabel legen, das haben wir hier gemacht. Das geht unter den Beifahrersitz. Hier kommt noch das Ladegerät hin. Der Kunde möchte noch ein 15 Ampere Ladegerät haben für Landstrom. Und da unter dem Fahrersitz nicht genug Platz ist, haben wir jetzt hier das Kabel hingelegt, dass wir das Ladegerät hier hinbauen können. Und wir gucken mal, was der Vito macht. Ja, es ist dramatisch. Ich bin hier gerade angekommen und habe gedacht, mal gucken, wie weit Sven ist. Es sieht noch genauso aus wie vorher. Allerdings ist unterm Auto schon alles fertig. Die Schläuche sind verlegt, der Kraftstoffschlauch ist verlegt, die Elektrik ist verlegt. Wir müssen vorne noch anklemmen an die Batterie. Aber er hat mir gerade gesagt, Herr Frank, hast du schon den Schlauch gesehen? Und ich so, wie Schlauch? Und dann sagt er, ja, hier ist ein Schlauchanschluss. Und zwar ist das der Schlauchanschluss, der nachher an diesen Schlauch kommt, der hier liegt. So, wollen wir mal schauen, wie das hier hinter aussieht. Hier ist halt ein Winkelstück gebaut worden von uns. Hier kommt von unten der Warmluftschlauch von der Standheizung hier rauf und geht dann eben an dieser Stelle raus. Man kann das ein bisschen sehen. Kannst du das filmen, Philipp? Komm mal da ran. Okay, ja, und dann kann man zum Beispiel so einen flexiblen Schlauch nehmen, der dann wiederum ins Vorzelt oder ins Dachzelt gelegt wird. Und wenn man das so nicht machen möchte, nimmt man einfach so ein festes Rohr, was dann einfach ein bisschen nach links oder rechts gebogen werden kann und dann kann man halt das Auto wunderbar beheizen. Finde ich ziemlich cool, haben wir so noch nicht gemacht und bin gespannt, wie es nachher aussieht. Und das Geile ist ja, dass diese Heizung einfach keinen Platz wegnimmt und schön hinter der Verkleidung versteckt ist, so dass man die nicht sieht und hört. Finde ich cool. Wir haben den Schrank hier mal ausgebaut, haben jetzt schon ein paar Kabel vorverlegt, haben die Lampe schon verdrahtet. Jetzt haben wir hier schon den Schrank raus, wir haben die Batterie raus. Batterie kriegt nachher eine vernünftige Halterung. Gleichzeitig kriegt er diesen Sicherungsblock hier. Den mag ich gerne, weil wenn eine Sicherung kaputt geht, leuchtet eine Lampe auf. Dann sieht man gleich, der Stromkreis ist unterbrochen. Das finde ich ziemlich cool. Was haben wir noch? Ein Ladebooster von Votronic, der noch nicht mal auf ist. Ich habe hier einen Spezialschlüssel für solche Sachen. Der Sägeschlüssel. Ich glaube, so einen hat jeder, oder? Ja, genau. Sollte man nur auch benutzen. Das ist der Votronic-Ladebooster, der macht 30 Ampere, generiert also 30 Ampere aus dem Generator und gibt sie in die Zusatzbatterie. Der Nachteil gegenüber dem Victron-Ladebooster ist, dass der ein D-Plus-Signal braucht und das bei den neueren Fahrzeugen kaum noch da ist. Da braucht man einen D-Plus-Simulator. Der D-Plus-Simulator wird vorne im Motorraum verbaut. Gibt es verschiedene Varianten, aber der, den wir verbauen von Büttner, der ist so, dass der, wenn der Motor sich schüttelt, also wenn der Motor läuft, dann schaltet der tatsächlich einen Strom durch und funktioniert sehr gut. Ist natürlich ein bisschen aufwendig zu verbauen. Wir gucken, ob der noch ein D-Plus-Signal hat, weil das ja auch nicht der ganz neueste Wagen hier ist. Und ansonsten könnten wir auch den
Victron einbauen. Allerdings ist der Victron deutlich größer aus dem von den Abmaßen her. Dann wieder Bluetooth-fähig. Gibt es auch ohne Bluetooth, je nachdem, wer es wie mag. Und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Wir haben hier das Brett über die Batterie geschraubt, sehr nah dran, damit die Batterie beim Fahren nicht hochspringen kann. Nach vorne oder hinten verrutschen kann sie nicht, weil hier das Spanngurt drum ist. Hier oben drauf haben wir dann die Doppel-12-Volt-Steckdose, Doppel-USB-Anschluss. Hier ist die Sicherung, die noch markiert wird für den Wechselrichter, der dort ist. Genau, dann haben wir hier den 6-fach Sicherungshalter. Wir haben für jede Beleuchtung eine Sicherung genommen. Das ist ein bisschen übertrieben, aber weil wir hier den Platz hatten, haben wir es jetzt so gemacht. Und wenn mal eine ausfällt, sind eben noch zwei in Funktion, das ist ganz gut. Hier haben wir eine Sicherung für den Ladebooster. Wir haben hier eine Doppelsicherungshalterung für Ladebooster und Batterie nach vorne. Und das ist alles sauber verlegt. Wir haben die Querschnitte berechnet. Wir haben es so verlegt, dass man alles nachvollziehen kann. Die weißen Kabel für die Beleuchtung und so weiter. So sah das Ganze dann vorher aus. Ihr erinnert euch, hier ist ein 1,5 Quadratkabel für die Solaranlage gewesen. Das war zu unterdimensioniert. Gleichzeitig hatten wir da eine Lötstelle drin, die ich, wie gesagt, wo ist sie? Da hinten. Gar nicht so schlimm fand, aber es war halt nicht vernünftig verlötet. Das wurde nicht warm genug gemacht. Wir haben hier einen Klingeldraht, einen mehrfach dünnen Draht und eben, wie gesagt, diese Lautsprecheranschlüsse hier, die sind, ja, hat wahrscheinlich funktioniert, bis es dann eben geschmort hat. Und die Haushaltssicherung. Hier hinten ist das ja sehr, sehr dick verkabelt und dann kommen halt diese Klingeldrähte daran. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Ja, insgesamt gehört einfach auch so eine Lüsterklemme zum Beispiel nicht ins Auto, weil sich es eben losvibrieren kann. Und irgendwann brechen die Kabel da weg. Aber hat ja schon funktioniert die ganze Zeit und jetzt funktioniert es ein bisschen besser. Jetzt sieht es ein bisschen ordentlicher aus. Und jetzt stellen wir hier noch den Schrank rein. Und jetzt für alle, die gut aufgepasst haben, ein kleiner Nachtrag. Klar kommen hier auf die Batterie nachher noch Pluspol- und Minuspol-Abdeckung, genauso wie hier natürlich noch eine Abdeckung für die Sicherung rüberkommt. Und dann ist das Ding auch safe, ist ja klar. Gut, wir sind auf dem Weg zum Lackierer. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich freue mich total drauf, die abzuholen. Und dann sehen wir uns gleich in der Lackierhalle, würde ich sagen. Wir sind beim Lackierer angekommen. Gratke und Wiczorek. Eine der besten Lackierereien in Lübeck, finde ich. Wir haben null Reklamationen gehabt bisher. Und die haben uns die Kabine lackiert. Wir werden da jetzt mal reingehen und gucken, wie es aussieht. Falls ihr mal eine Wohnkabine lackiert haben wollt, braucht ihr nicht herkommen, weil die machen grundsätzlich nur Kfz, also nur Autos, aber keine Wohnkabinen. Aber da ich sie aber ein bisschen besser kenne, haben sie für uns eine Ausnahme gemacht und haben uns die Kabinen lackiert und zukünftig werden sie es auch tun. Also, wir gucken uns das mal an, das Ergebnis. Hier steht das gute Stück. Sieht ziemlich cool aus, würde ich sagen. Spiegelt zwar so krass, wird sich schön zerkratzen mit der Zeit, wenn wir durch die Büsche fahren, aber das macht schon mal so ein High-End-Wohnmobil Konkurrenz, finde ich. Finde ich ziemlich geil. Ich bin total begeistert. Ich fahre jetzt das Auto rein, dann laden wir das Ding auf, dann fahren wir in die Werkstatt. Wie gesagt, dann kommt es auf den Hilfsrahmen und dann schauen wir, wie es dann auf dem Auto aussieht. Bis gleich. Was meint ihr, wir können eigentlich so los? Noch 4 Schrauben durch und dann ist das Ding erledigt. Und dann können wir schon zum Messer. Nee, ein Pickup ist geiler. Oh, Philipp, ich hätte dich fast vergessen, aber du hast dich hier reinschnipsen können, wie du das immer machst. Krasser Scheiß. Wir haben ja jetzt die SecureTech-Oberfläche im Grunde relativ glatt geschliffen, beziehungsweise gefüllert und damit relativ glatte hingekriegt. Ja, da wir jetzt eine glatt geschliffene Kabine haben und nachher der Anhänger in der gleichen Farbe ist und das Auto auch, werden wir einen schönen Effekt haben. Wenn wir den als Gespann dann durch die Gegend ziehen, wird es schon ziemlich cool aussehen, denke ich. Philipp, ich bin verliebt. Guck mal, wie geil das aussieht.
ein Stock Schokoladenriesen bitte und einen esse ich sofort. Aber dann habe ich ja gar keinen mehr für zu Hause. Dann nehme ich 2 Stock Schokoladenriegel. Nee, 3. Ich bin total begeistert. Ich freue mich total, die Kabine hier auszubauen. Ich freue mich drauf, die raufzubauen und mit zu Abenteuer Aira zu kommen, euch die da zu zeigen. Und vielleicht haben wir schon 1, 2 Möbelstücke drin. Es wird allerdings eng. Wir haben in diesem Video einen ganzen Haufen gezeigt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne in die Kommentare. Ich freue mich total, euch die Kabine bei der Abenteuer Aira zeigen zu können. Oder wenn ihr hierher kommt, euch die mal anguckt, dann auch gut. Ich finde es total cool, wir werden die noch verschrauben, wir werden noch die Schlafdachschere aufbauen. Das wird noch ein bisschen spannend, weil die ist noch nicht da. Der Prototyp ist fertig, aber die Konstruktion dauert noch. Die soll Ende dieser Woche kommen, also Ende April. Und die Sonne scheint, vielleicht lassen wir das Dach einfach weg. Genau, und der Zeltshop ist noch nicht gemacht, also es wird alles eine Punktlandung zur Abenteuer Allrad. Aber der Plan ist, dass ihr da eine Leerkabine seht, und zwar genau diese, mit Zeltstoff, mit Fenstern, mit Tür und so weiter. Und genau, das war ein sehr umfangreiches Video, viele, viele Themen auf einmal, weil es sich heute gerade angeboten hat. Sagt mir doch einfach, was euch am besten gefallen hat, und ich freue mich, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder einschaltet und euch das nächste Video anguckt. Bis dann. We're